Und willkommen zum dritten Versuch des 10. Parts und des 15. Rennen. Ja, wir haben, ja, wie gesagt, leichte Probleme. Ja. Mhm. Und wir haben auch noch ein anderes Problem, Intermediates-Wetter, aber durch irgendeinen Bug haben wir jetzt plötzlich wieder alle Reifen, ja, ne? Yes. Obwohl eigentlich schon zwei zerstört waren, meinerseits. Ja, aber es ist nur fair, das war nämlich auch ein Bug. So, go! Ein Bug revidiert sich durch einen anderen Bug. Was zur Hölle? Wie spät ist denn das? Halb neun! Haben wir nicht ursprünglich mal vor 40 Minuten angefangen? Mhm. Okay, jetzt sind wir nur noch 20 Minuten davon entfernt, was wir gestern Alter, hatten. Alter, mein eines Nasenloch ist so dicht, ey. Ihr hatten wir nur durch eine Nase. Okay. Durch eine Nase natürlich, ich habe nur eine zweite. Also jetzt schnell als Vorwarnung, ich werde wahrscheinlich im Laufe des Rennens immer ein bisschen leiser versuchen zu reden, weil irgendwann sind dann auch Leute bei mir im Bett. Im Bett? Ja, meine Schwester ist um 9:30 oder 10. Ach so, ich dachte jetzt bei dir im Zimmer im Bett, ich dachte, what? Los geht's! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß nicht, ich konnte nicht aufs Gas gehen. Ich war voll... Alter, letzter. Ich will nichts sagen, aber ich bin gerade 8. 7. Oh, ich hab fast genau das gleiche gemacht, was du jetzt zweimal gemacht hast. Verwarnung, Kollision verschuldet. Ich frage, welche Kollision war das denn? 5. Ich mach nur Dive-Bombs hier. Ich muss sagen, ich hab nicht wirklich Bock, das Rennen zu fahren. Ach, komm schon. Ist noch ein langer Weg bis zum 10. Juli. Kann ich jetzt schon Runde 33 sein? Ich bin 10. Ey, Strecke bockt echt nicht, so. Was bist du gerade? Ich führe ja. Was? Nein, Spaß. Ich bin da, wo die Lücke entsteht. Oh ja, danke schön. Ah, ich konnte fast Profil schon daraus ziehen. Ich habe keinen. Nee, Hülkenberg. Auch wenn ich dich sehr respektiere. So nicht. Haha, mach mal, komm nicht ran. Alter, wie spät die bremsen. Früh meine ich. Alter, mit der. Alter, boah, mit Inters hier durch diese Kurve, wenn man hinter jemanden herfährt. Was ich zum Glück nicht tue, weil mein Vater. Bitte keine Strafe, bitte keine Strafe, bitte keine. Scheiße, Strafe. Egal, wir machen weiter. Sicher? Ja. War das denn deine Schuld? Ja. Du hast deine Zeitstrafe erhalten. Die Zeit wird am Ende der. Falsch. Du hast es aber auch mit der lieben KI. Ja. Oh Gott. Verbremst. Du liegst 5 Plätze hinter Professor. So, mal ein bisschen Gas geben. Ich will ja nicht sagen, aber die Schikane ist mit der Dings einfach schrecklich. Führt an, so. Alonso führt. Alonso führt. Oh. Okay, das war zu früh. Regen hört in 15 Minuten auf.
Okay, das heißt 10 Runden ungefähr. Fuck, Kiesbett, Kiesbett. Ich hab die Kurve nicht drin. So, hier schalten wir auf Mager. Oh ja, gute Idee. So. So viel verliere ich gerade nicht. Nur eine Sekunde pro Runde ungefähr. Einfach auf die Reifen aufpassen. Wie viel. Oh Gott. Wie viel. Zeit? Was für eine Zeit meine ich? 28,6. Na, bravo. Alter! Manchmal denke ich echt, ich bin hier wirklich. Es wird ja so ein Rennen wie in China. Nur ist der schlimme Anfang am Anfang. Also wie Australien wohl, ja. Nee, ja, stimmt. War ich in Australien auch mal 14? Stimmt, ja, war ich. Ich revidiere alles, was ich gesagt habe. Ein Besuch im Kiesbett? Oh oh. Auch fast. So nicht KI. Alter. Eine Frage, wie sehen deine Reifen aus? Sehr schlecht. Tito. Oh Gott, das wird ein Husarenritt, bis Runde 7 oder so draußen zu bleiben. Ja. Alter. Einfach blocken. So, ich bin drin. Wie drin? Im Rennen. So, 10 Sekunden auf Vettel. Zehn Sekunden schon. Boah. Nach 5 Runden, der macht 2 Sekunden pro Runde gut. Wir sind schon in Runde 6. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich denke mir die ganze Zeit, warum sind wir erst in Runde 6? Aber wo ist ein Hülkenberg? Ach, dahinter. Wo bist du denn? Jetzt in dieser anderen Kurve. Alles klar. Sorry, schwer zu beschreiben. Jetzt diese Cut-Kurve. Komm rum, du scheiß Auto. Hä? Komm rum, du scheiß Auto, um die Kurve. Das war's. Alter. Ja, Weber ist glücklich, der ist jetzt vorbei. Du gehst jetzt, ne? Nee. Ernsthaft jetzt.
Nee, ich bleib draußen. Okay, bleib ich auch draußen. Ich hole ja nicht auf dich. Oh, Cut. Ja, eben. Ist hier wichtiger, draußen zu bleiben und die KI aufzuhalten, als jetzt reinzugehen und noch mehr Zeit zu verlieren. Lol, da gehen wir in die Box, perfekt. Nicht gut. Doch, sehr gut. Ah, die kommen jetzt genau in den Tümmel raus. Eben. Und wenn ich noch eine Runde draußen bleiben kann? Dann gehe ich jetzt in die Box und dann schlänge ich mich durchs Getümmel. Gute Idee. Guck dir mal diesen Haufen hinter uns an. Hinter dir, meinst du? Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt in die Box gehe, ist es besser. Wo bist du? Jetzt Ausgang der ersten langsamen Haarnadel. Okay, das reicht dann. Ich bin der erste Nachzügler dieser Gruppe. Okay, das sollte reichen. Ja. Alter, noch eine. Nee, und noch eine Runde länger wäre zu riskant. Du bist in Sektor 3 schneller als der Fahrer vor dir. Versuch ihn zu überholen. Er hat mir gerade gesagt, dass ich in Sektor 3 schneller bin als der Fahrer vor mir. Das kann nicht sein. Ups. Sieht voll geil aus. Oh, jetzt habe ich mir das noch von meinem Frontflügel abschreiben lassen. Ah, egal. Also, ich will ja nicht sagen, aber das wird knapp. Es wird knapp, ja, ja. Es wird sehr knapp. Oh Gott. No. Ich krieg meinen Frontflügel nicht operiert. Was? Was? Du kriegst deinen Frontflügel nicht? Okay, so lange musste ich nicht warten. Okay, sehr gut. Egal, es wird geblockt hier. Nein! Bianchi ist vorbei. Nein! Voll. Drei Autos sind vorbei, Kacke. Ach du Scheiße. Erst dann können wir eher parken. Ich habe jetzt keinen Frontflügel mehr. Gar keinen. Doch. Komm schon. Hier, Westlitz jetzt überholt. So, diesmal hat das nicht funktioniert. Gehst du nochmal gleich in die Box? Ich will nicht noch eine Strafe, ich will nur noch eine Strafe haben. Na gut, keine Strafe mehr. Okay, alle Reifen. Was, deine Reifen? Nee. Ich. Mein Flügel meine ich. Übrigens hat er mir vorhin nochmal gesagt, 15 Minuten, also es verzögert sich ein bisschen. Ach so, ja, denn dann ist das ja jetzt ein Scheißstopp gewesen. Egal, alle hinter mir, so soll's sein. Echt? Ja, easy. Ich überhole auch ein paar. Ich überhole ein paar. Okay, ich habe ihn hier unten überholt. Ich habe sogar einen Platz verloren. Oh, Button außen in Kurve 1 überholt. Das war richtig knapp. Das war richtig, richtig knapp. Probier mal hier auf Standard zu fahren. Mache ich die ganze Zeit. Eigentlich mag ich die Strecke ja. In Barcelona regnet es doch nie. Warum ist hier Regen? Auch Monaco Regen. Oh, ich freue mich. Das steht dann für uns am Mittwoch an. Ja, es ist Montag. Verbremst. Gerade hart am Pushen hier. Ich bin theoretisch hart am Pushen. Praktisch bin ich um Rumsliden. Laut aktuellem Wetterbericht wird es in 10 Minuten. 10 Minuten noch. 10 Minuten. Okay.
23.3, so neue, super schnelle Rennrunde hier, ey. Bottas hält die da gerade wunderbar auf. Ich habe keine neue schnellste Rennrunde. Ich muss mal hier Kers benutzen, das kann ja nicht sein. Oh Gott, jetzt kommt noch der andere. Da hat jemand seinen Frontflügel leicht angeknackt. Das macht mir eine Lücke sogar. Ja, ich weiß, ich bin das Ende dieser Gruppe. Nein, Kies! Och, Glück gehabt. Alter, Alonso. Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. 28-0. Hm. Obwohl, du hast kaputten Flügel, ne? Hm. Ja. War irgendwie noch nicht an der Box, dann hat dich doch jemand überholt. Ne, waren jetzt alle. Alter. Ich versteh's nicht. Ich kann nicht verstehen, warum ich da plötzlich jede Runde gleich durchfahre und plötzlich bricht das Heck so dermaßen aus. Ist mich 16. Autschi. Autschi. Autschi trifft's gut. Ich kämpfe mich weiter durch. Ich komm von hinten, wie immer. Außer wie in Bahrain. Da kam ich theoretisch auch von hinten. Nur gab's am Schluss noch einen Rückschritt. Letzte Runde. Zweitletzte, ja. Ich freue mich immer noch über den Slide. Schon wieder. Und Bottas verliert. Bottas erweist mir gerade hier einen Bärendienst. Ich kann sogar ganz genau sagen, wer du bist. Aber es sind schon noch Leute hinter dir, ne? Ja, da irgendwo. Also ich habe 4 Sekunden Verschwung auf Bottas. Okay. Also ich bin das Auto vor der Gruppe. Also vor dem Kopf der Gruppe. Also ich habe 4 Sekunden Verschwung auf den. Okay. Sieht gut aus. Und wieder im Kies. Also irgendwas läuft hier falsch. Ui. Hat aufgehört zu regnen? Noch nicht, ne? Nö. Bleibst du jetzt draußen? Bis es aufhört? Ja. Das sind welche an der Box. Lol, die kommt vor mir raus. Ne, du nicht, Vettel, du nicht. So, Fünfter. Ey! Mann, ich hab schon wieder keinen Kraft benutzt. Naja, ich hab grad mal eine Position dadurch gewonnen, also.
Lol, das war ein Fehler, dass die KI hier gemacht hat. Siehst du das auch so? Ja, lol, dafür krieg ich keine Strafe, das ist ein Witz. Ich hab grad Vettel von der Bahn gedrängt, war ein bisschen aufgeräumt da. Also ich sehe zumindest keinen Regen mehr. Ich auch nicht. Dein Vordermann liegt 4 Sekunden vor dir. 4 Sekunden. Ist auch Vierter? Mit 29,3 bin ich jetzt mal gefahren. Echt, kann man schon echt am Ende dieser Runde? Schwierig zu sagen, ne? Ja. Ich würde eher sagen, noch nicht. Oder? Lass probieren. Wir haben ihn nicht zu verlieren, Mann. Ja. So, dann gehe ich aber auf Weiche jetzt. Nee, auf hart. Okay. Ich würde noch eine Runde warten. Ja. Wobei, wo bist du jetzt, Startziel? Der Schikane. Ah lol, du bist wieder der. Keiner geht rein. Ja, du kannst es probieren. Probier's einfach mal. Okay, du verlierst eindeutig zu viel Grip. Ne, Hülki. Nee, Hülki. Nee. Weg. Meine Reifen sind einfach tot. Probieren wir's. Oh Gott, da wirst du Probleme bekommen, ich glaube noch nicht. Pech, meine Reifen sind tot. Und ich muss auch noch Frontflügel wechseln, vielleicht hilft mir das auch noch ein bisschen. Du bist jetzt der Reifenvorkoster. Nein, Frontflügel. Und los, raus. Ja. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Und? Temperatur kommt. Aber ja, du solltest jetzt reingehen. Was geht denn jetzt los? Ist auf jeden Fall schneller als Intermediates. Als die Abgefahrenen. Gucken, was jetzt die KI macht. Doch, Temperatur kommt jetzt. Temperatur kommt jetzt. Ja, die KI kommt auch. Oh Gott, ich werde verlieren. Ich muss ja noch meinen. Oh Gott, nee, ich habe nur meinen Front. Ach, gütiger Gott. Oh, das wird toll. Okay, jetzt werde ich verlieren. Jetzt werde ich richtig verlieren. Oh Gott. Ja! Nur zwei Positionen. Die hole ich mir. Euch Lutscher. Wie viele Stops müssen wir jetzt noch machen? Einen. Sei vorsichtig mit den Reifen. Nein, ich komme genau hinter der Gruppe raus. Ich doch zum Kotzen. Oh, die kommen auf Weich. Eventuell machen die noch einen Stop mehr. Noch zwei, meinst du? Eventuell.
Die haben jetzt schon einen Stopp mehr als ich. Es gibt sicher noch Leute, die noch nicht an der Box waren. Hä? Waren Leute noch nicht an der Box? Glaube ja. So, der ist auf Gutierrez. Ne, ich glaube, es waren jetzt alle. Nee, schnellster Rennen. Logischerweise. Lila? Mal gucken, wie lange die Bestand hält. Nicht lang, ich war nur im dritten Sektor pink. Bin schon mal 5 Zehntel schneller. Ja, danke Alonso. Oh. Lol, genau 5 Sekunden nach vorne, genau 2 Sekunden nach hinten. Lol. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. 24,3. Nein. Schon deine Reifen einfach bitte, weil du kommst. Ja, ja, ich fahre nicht auf Fett. Nein, nicht nur das, auch vom Fass hier so ein bisschen. Die KI wird jetzt zweimal weich. Glaubst du? Keine Ahnung. Einfach kann, was das Zeug hält. Holst du auch auf die vor dir? Nö. Lustig, ich hole auf. Das war übel ist gerade. Bonjour. Nee, mach das vor mir, aber da ist eine ganze Gruppe vor mir. Wie du siehst, vielleicht. Auch keine wirkliche Zeit, dann zu kommen. Okay, da. Die letzte Sektor? Ja. Grosjean ist richtig langsam gewesen. So, pushen, pushen, pushen. Hahaha. Die Lücke zum Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde. Starte in der Nähe ist ohne ein Überholmanöver. Ein Fass ist gerade echt unmöglich.
So, 23-1. Auch am Cutten wie der Weltmeister. Och. Fährst du alleine? Ja. Okay. Vor der Gruppe da. Yes, double overtake. Hilft da. Doch. Weil Weber so langsam war, keine Ahnung warum. Oh Gott. Und dann kam der 9. Und sie rief nach Klopapier. Mir Punkte. Ah ne, ich habe eine Strafe. Nächste Verwarnung wegen Kollision verschuldet. Why comes the Gangster? Ich habe uns gesagt, Kata und why comes the Gangster? Klasse. Ja, richtig. Hier over 9000. Na, das ist noch nass. Na gut, das habe ich eine Sekunde gekostet. Reifen sehen nicht mehr so doll aus, aber immer noch gut. Also das Runde 23 musst du kommen. Ja, ja, locker. Ja, denn? Also nicht locker, aber ja, es geht. Nein! Lol, wieso hab ich denn jetzt so einen Respin? Bottas ist vor mir. Nicht, dass du gleich Alonso abschießt, ich meine mit Wheelspin. Wieso Alonso? So, komm jetzt mal eine Runde perfekt fahren ohne Cuts. Wir glauben, dass Dudel bald an die Box fährt. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Ich komme jetzt, Bottas. Du fährst jetzt in deiner verwirbelten Luft. Ah, die bleiben immer noch draußen, das ist nicht gut. Wie können die ihre Reifen so lange am Leben halten? Keine Ahnung. So, ich gehe Runde 23 dann fahr. Ja. Pinke, erste Sektorzeit, lol. Mit den Reifen. Nicht schlecht. Ja gut, ich habe jetzt auch ein MDS gehabt. Okay. Bist du vor dieser Minigruppe? Ja. Bin ich ja gar nicht so weit hinter euch. Lol. So, 7 Sekunden auf Vettel. Mit P5 wäre ich happy. Mal gucken, ob ich noch 10 Sekunden rausfahren kann. So fährt man die Kurve, Bitches. Du gehst diese Bombe an die Box, ne? Yeah.
Also ich habe da noch eine. Ich hole mir noch Punkte. Ich bin zwar gerade 10, aber ja, ich habe ja Strafe. Okay, Wycombs, push hard now. Noch zwei Kurven. Und harte Mischung bitte. Ich hab noch plus zwei Runden mehr ziehen. Oh, es gehen ein paar hinter mir an die Box. Ich hatte einen Vorsprung, sollte groß genug gewesen sein. Endlich mal habe ich freie Fahrt. Nice. 6 Sekunden habe ich auf freie Köhne, der hinter mir ist. Die halten jetzt so lange, oder? Ja, du musst dich bemühen, also 10 Runden ist schon tough. Ich war aber davor auch 10 Runden, oder nicht? Ne, 9 glaube ich. Eben. So, reif und hart. Alter, 24 Runden haben wir schon geschafft. Nice! Ich würde jetzt gerne ins Bett gehen. Ach was. Zehnter. Ich probiere gleich mal die schnellste Rennrunde zu fahren. Das probiere ich jetzt. Aber ich habe die erste Kurve schon mal nicht so doll genommen. Okay, mit. Nein, bitte nicht. Scheiße, das zerstört die Reifen. Mist, Bottas ist nicht mehr vor den anderen, jetzt holt Massa wahrscheinlich auf. Cut. Hülkenberg ist der Nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Na gut, da werde ich eh nicht rankommen. Null, nicht meine neue persönliche schnellste Runde. Oh, ich bin 9. Wieso bin ich 9? Thank you.
Was denn? Du hast das Vettel? Nee, ist nur schon schade. Der mir dezent im Weg steht. Mann, ich hätte auch etwas fahren können. Oder nee, eigentlich nicht. Aber eine halbe Sekunde noch, also 22,6. Aber Panda gerade war im Weg. Schön, hat mir eine Sekunde gekostet. Ich hol mir noch Hülkenberg. Aber ist alles so weit weg nachher. Also alles nah, aber ich muss jetzt hier noch eine Sekunde rausfahren. Oh Gott. So, push, push, push. Ich hole auch Hülkenberg gerade auf. Aber ich habe ein Problem mit den Reifen, glaube ich, nachher. Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm. Gib Gas. Boah, die Runde war geil. Und blitzeblank war die. Boah, nice. Nein! An Hülkenberg vorbei. Jetzt habe ich meinen Rhythmus auf der Strecke. Okay, irgendwie scheint das Auto manchmal noch zu schwimmen. Ja, ne? Ja. Ich fahr jetzt mal vorsichtig zu Ende. Die Reifen sind noch nicht mehr so hübsch. Bist du immer noch 5 da? Ja. Scheiße, Hülkenberg ist einfach zu nah. Ich weiß nicht, wie weit die anderen weg sind. Ich muss irgendwie das durchbringen. Mach schneller, dein Hintermann holt dich ein. Ach nee. Hör mal diese Marussias.
vor dir hält dich auf. Du musst überholen. Im Moment bist du in Sektor 1. Scheiße, dann sollte ich mal aufpassen. Mit was? Mit Verwarnung. Ich kriege in meiner letzten Schikane gerade eine, weil ich da zu weit innen bin. In der Bremszone natürlich geil. Ah, problemlos fahre ich hier weiter. Nicht mal eine Sekunde verloren, würde ich sagen. Wenn überhaupt irgendwas. Alter, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Noch drei Runden. Bianchi will Selbstmord machen. Doch, ich habe nichts verloren. 2000stel. Zwei Runden noch. Naja, noch ein bisschen mehr. Und diesen Sektor. Ich bin vielleicht noch 15 Sekunden hinter dir. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Ich meine, ich sehe den sechsten. Ja, der ist 10 Sekunden hinter mir. Ja, dann bin ich ja 15 Sekunden hinter dir. Oh, das muss gekartet werden. Ach, zwei Runden, Alter. Soll ich das schaffen? Oh, da war noch jemand an der Box. Oder war es ein überrundeter Wagen? Überrundeter Wagen. Gate Time Tactics, Full Wets aufziehen, es regnet gleich. Taktisch sind wir ein sehr, sehr kluges Rennen gefahren, muss man sagen. Oder? Ja. Ich frage mich gerade, wann ich das letzte Mal ein taktisch schlechtes Rennen gefahren bin. Japan 2014, Japan 2013. Korea abzuschießen, das war taktisch unklug. Boah, jetzt nicht noch verlieren, ey. Alter, ich verliere eine Sekunde jetzt gerade. 1,24,9. 10 Sekunden nach 3 Köln hinten. Rückstand. Ich glaube, ich krieg keine Punkte. Ich glaube, die hinten holen auch. Oh nein. Also, den Reifen sind auch scheiße, aber. Mann. Unsere sind beschissen, lol. Jetzt schon. Ja, ja, die Reifen sind tot. Oh Gott, probier vorsichtig zu fahren. Yay! Jawohl, 5 da. Nice, nice. Ah, oh Gott, ich will jetzt eigentlich nicht cutten, aber ich muss. Egal. Ich hab auch. Keine Verwarnung bekommen, glaube ich. Oh mein Gott. Ja. Nein, 12. 3 Sekunden. 3 Sekunden haben gefehlt. Genau 3 Sekunden. Ja. Ich konnte dich schnell am Schluss. Ah. Bye. Das war ziemlich nervenaufreibend.
Ich will nicht mehr krank Rennen fahren, das ist ätzend. Guck mal, von 3 bis 5 nur Deutsche. Jetzt fahren wir am Dienstag ja nicht, zum Glück. Also ja, morgen. Morgen, mal schauen. Puh. Puh, ja, kann man laut sagen. Irgendjemand weniger Stops als wir? Nö. Nee, 3. Na, haben wir noch viele 3 gemacht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir auf Fortsetzen. Dann gucken wir noch, was das Wetter in Monaco sagt. Warum bitte nicht? Er ist enttäuscht. Auch unzufrieden bei 5. Platz? Also ja, weil ich glaube, im Korb kommst du, glaube ich, nicht drauf an, dass du Ziele hast. Ich glaube, er ist nur zufrieden, wenn du in den Top 3 bist. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Nee. Okay. Bei Marussia war der auch anders, zweitig zufrieden. Ja, aber Karriere. Ich meine, Regen. Ja, nein, es regnet nicht. Es regnet nicht. Natürlich. Nein, es regnet nicht. Gleich aber wieder Qualifying 100%, oder? Nee, 0 und 0. Oh. Yes! Yes! Oh. Okay, mit dieser traurigen Nachricht geht's jetzt ab in die Hauptstadtstudios. Na Quatsch. Hauptstadtstudios. Ist heute Schluss und morgen 14:30 selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin, ich sag schon mal tschüss. Bye bye.